They talked about Pat running for president, and if he did that, I would be very supportive. But he'd have to shake a label that gets assigned to people like Pat who run for the presidency, and that is that he's a tool of the rich. I personally like that very much. My father told me that's the way the system is meant to work. Magst du Science Fiction? Liebst du das Thema Zeitreisen? Dann ist meine Science Fiction Zeitreiseserie TimTOS genau das Richtige für dich. Oben rechts in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu allen TimTOS Zeitreisefolgen. Wenn ich dir sagen würde, dass die großen Pyramiden von Ägypten in Wahrheit nur mit Hilfe von Käfern gebaut werden konnten, dann wirst du mich vermutlich für verrückt erklären und das Ganze für absurd halten. Dennoch aber ist dies die plausibelste Erklärung, wie die gigantisch schweren Steinblöcke wirklich bewegt werden konnten. Hast du dich noch nie gefragt, wieso ausgerechnet ein ekliges Insekt von den alten Ägyptern als Gottheit verehrt wurde? Der Skarabäus, auch bekannt als gemeiner Mistkäfer? Dies hat natürlich in Wahrheit einen tieferen Grund, den ich dir in diesem Video erklären werde. In diesem Video zeige ich dir unter anderem bahnbrechende Geräte von verschiedensten Erfindern, die dazu befragt wurden, was technisch wirklich schon problemlos machbar ist. Freie Energie oder Antigravitationsmaschinen, reine Utopie oder ganz einfach für jedermann möglich? Sei gespannt, denn in diesem Video wirst du Dinge hören und sehen, sodass es dir wie Schuppen von den Augen fällt und dir helfen werden, über deinen eigenen Tellerrand hinauszudenken. Energieversorgung ist das größte Monopol der Menschheit, ein Trillionengeschäft und ein wichtiges Mittel, die Massen, das gemeine Volk, zu kontrollieren. Wer die Energie kontrolliert, kontrolliert die Menschheit. Freie Energie und Antigravitationstechnologie existiert aber seit mindestens 100 Jahren in unserer modernen Welt. Ihre zahllosen Anwendungsmöglichkeiten könnten die meisten Probleme der Menschheit im Handumdrehen lösen. Dennoch aber wird diese Technologie von irgendwem zurückgehalten und unterdrückt. Denn es wäre ja eine Tragödie, wenn das gemeine Volk nicht mehr kontrolliert werden könnte. Der Erfinder namens Viktor Grebennikow aus Russland war ein vielseitiges, unkonventionelles Talent. An sich war er Biologe, Naturschützer und Schriftsteller. Dennoch aber ist er bekannt als der Erfinder eines Antigravitationsfluggerätes. Als Biologe, der auf Käfer spezialisiert war, machte er eines Tages eine ganz erstaunliche Entdeckung. Seine liebste Freizeitbeschäftigung war es, raus in die Natur zu gehen, Insekten zu beobachten und Käfer zu sammeln. Er war fasziniert von den Flugeigenschaften dieser kleinen Insekten. Er war mehr als erstaunt, als er eines Tages eine Käferart entdeckte, die nicht flog, sondern zu levitieren schien. Er fing an, diesen Käfer genauer zu studieren und ergab dann die Flügel dieses Käfers in eine Glasvirole und zu seinem Erstaunen bemerkte er, dass die Flügel noch immer ihre natürlichen Levitationseigenschaften besaßen. Obwohl dies jeden bekannten Gesetzen der Physik widerspricht, forschte er weiter und konnte die Eigenschaften dieser Insektenflügel sogar in andere Objekte umsetzen und einbauen. Denn er fand heraus, dass es das Material der Käferflügel war, die unter bestimmten Umständen ein Antigravitationsphänomen verursachten. Interessanterweise findet sich die Abbildung genau diesen Käfers auch in alten Steintafeln aus Sumer und Ägypten wieder. Und wir alle kennen ja den berühmten, bereits erwähnten Skarabäus, den gemeinen Mistkäfer. Und jetzt verstehen wir auch, weshalb der Skarabäus von den Ägyptern abgöttisch verehrt wurde. Anscheinend wussten die Ägypter sehr wohl Bescheid über die antigravitativen Fähigkeiten dieses ganz erstaunlichen Tieres. Es ist das einzige zurzeit bekannte Lebewesen des Tierreichs, das durch seine spezielle Struktur in Kombination mit den richtigen Bewegungsabläufen seiner Flügel einen Antigravitationseffekt, also eine Art Levitation, erzeugen kann. Wenn man die Struktur der Käferflügel unter dem Mikroskop analysiert, dann erkennt man eine hexagonale Pyramidenstruktur. Käfer können nicht besonders gut fliegen, aber dieser Käfer kann ganz exzellent levitieren. Viktor Grebennikow war daraufhin besessen, mit Hilfe dieser Käferflügel eine Flugmaschine zu bauen. Er nahm in mühseligster Kleinstarbeit tausende dieser Flügel und schichtete sie jalousienartig an eine Plattform.
Auf die Plattform installierte er, vereinfacht ausgedrückt, ebenso Steuerknüppel, um das Gerät steuern zu können. Mit dem pneumatischen Steuerknüppel wurden die Flügel in Bewegung gesetzt, um den gleichen Effekt wie ein Käfer im Levitationsflug erreichen zu können. Und erstaunlicherweise war er dadurch in seinen ersten Versuchen in der Lage, diese einfache Plattform bis zu 3 Meter hoch in der Luft zu levitieren. Wenn man sich die Unterseite der Käferflügel ansieht, so erkennt man feine Bodenwellen oder Unebenheiten. Was äußerst interessant ist, denn keine einzige Flügelform in der menschlichen Technik hat Unebenheiten eingebaut. Im Gegenteil. Und dennoch, offensichtlich helfen diese hexagonalen pyramidenförmigen Unebenheiten, dem Käfer besser zu fliegen bzw. besser zu levitieren. Wenn man das auf 500-fache Vergrößerung im Mikroskop stellt, so erkennt man, dass diese hexagonalen Strukturen auch kleine Widerhaken haben. Diese Widerhaken bewegen sich und erzeugen ein magnetisches Feld. Und ein magnetisches Feld ist immer ein sich drehender Wirbel, wie ein Wasserstrudel zum Beispiel. Einen weiterführenden Videoclip zu Viktor Grabenikows erstaunlicher Entdeckung findest du auf meinem neuen Kanal IsMine. Den Link dazu findest du oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Vergiss auch nicht, meinen neuen Kanal zu abonnieren und danach das Glockensymbol zu klicken, um bei einem neuen Video auch tatsächlich von YouTube verständigt zu werden. Viele Clips im Internet behaupten, dieses folgende Video hier zeigt Grabenikow bei seinen allerersten Versuchen mit seiner Levitationsplattform. Das stimmt aber leider nicht. Bei diesem merkwürdigen Fluggerät handelt es sich zwar nicht wie in vielen anderen Clips behauptet um Viktors Fluggerät, aber dafür um ein ganz ähnliches und wahrscheinlich auf der gleichen Technologie basierendes Fluggerät. Ich habe dieses Video hier auch verwendet, einfach als Anschauungsobjekt, sodass ihr euch besser vorstellen könnt, wie Viktors Flugmaschine, von dem es ja leider keine Videos mehr gibt, wirklich funktioniert hat. Bei dem aus den 1980er Jahren stammenden Video handelt es sich um ein Forschungsprojekt der US Navy an revolutionären neuen Antriebssystemen. Es handelt sich dabei um den sogenannten Williams X-Jet. Der Antrieb erfolgte angeblich über sich in Gegenrichtung rotierende Mikro-Zweikreistriebwerke. Das Projekt wurde mysteriöserweise plötzlich aufgegeben und die Anmeldung über dieses Patent ist bis heute verschlossen und unterliegt der Geheimhaltung. Das heißt, wir finden nur vage Infos im Internet darüber, wie das Ding tatsächlich funktioniert hat. Wieso wurde auch diese Erfindung plötzlich aufgegeben und die Unterlagen darüber nicht herausgegeben? Verbirgt die Regierung hier etwas? Kann es sein, dass diese wahrscheinlich bereits uralte Technologie längst bekannt ist, aber so mächtig, dass sie unter allen Umständen vor den Blicken der Weltöffentlichkeit verborgen werden muss? Ich denke, einfach gesagt, ja, natürlich, absolut, ganz genau so ist es. Die folgenden Clips sind ein Zusammenschnitt aus diversen YouTube-Clips, die ich für euch originalgetreu aus dem Englischen übersetzt habe. Meine Firma erhielt unlängst einen Werbenewsletter von einem kleineren Technologieunternehmen. Darin beworben sie ein kleines Objekt, das in der Luft herumzuschweben schien. Das Unternehmen behauptete, dass das kleine Objekt mit einem Antigravitationsmotor betrieben wurde. Mit anderen Worten, es war selbst levitierend. Und ich dachte, weshalb bloß fliegen wir mit unseren teuren Raketen in den Weltraum, wenn wir ganz einfach diese Technologie benutzen könnten? Ich entschloss mich also, diese Firma anzurufen, um nachzufragen, aber die Firma dementierte interessanterweise. Sie sagten, dass sie niemals nie eine solche Werbung rausschickten. Und ich antwortete, aber ich habe ihre Werbung hier vor meinen eigenen Augen. Und dann wurde das Telefonat unterbrochen. Und das machte mich stutzig. Ich wusste, dass Nikola Tesla bereits um die Jahrhundertwende des vergangenen Jahrhunderts eine Plattform erfunden hatte, die frei schweben konnte. Und deshalb erscheint es mir absolut unglaubwürdig, dass wir einen Rückschritt in der Technologie erfahren hätten. Wenn dies vor 120 Jahren für Tesla möglich war, welche Möglichkeiten gäbe es dann in Wirklichkeit bereits heute für uns? Was ist in Wirklichkeit bereits alles erfunden worden, ohne dass wir es wissen? Meine einzige Erklärung dafür ist, dass die Regierung oder andere dunkle Organisationen alle neuen, bahnbrechenden Entdeckungen und Erfindungen aufkauft und ganz einfach unterdrückt. Das würde auch das merkwürdige Verhalten dieser Firma erklären. Ja, sicher. Man kann durchaus einen ganzen Eisberg zum Levitieren bringen. Das wäre fantastisch. Stellen Sie sich nur die Möglichkeiten vor. Man könnte ganze Eisberge in Wüstenregionen bringen und diese ganz einfach fruchtbar machen. Man könnte mit dieser Technologie ganz andere Bauvorhaben umsetzen. Bauwerke vom Ausmaß der großen Pyramiden in Ägypten wären in nicht einmal einer Woche gebaut. Mit einem, sagen wir, Tesla-Transformator oder einem Van der Graaf-Generator kann man diese Maschine relativ einfach umsetzen. Was dieser Mann gerade macht, ist besonders außergewöhnlich. Mit Hilfe meiner kleinen Erfindung kann man mit Leichtigkeit diese 100 Kilogramm Hantel durch die Luft schwingen und das mit einer Hand.
Nikola Tesla war wahrscheinlich der großartigste Erfinder, den es jemals gab. Während Tesla lieber seinen eigenen Interessen nachging, das war die Erforschung von freier Energie, wollten seine Geldgeber aber in Wirklichkeit etwas vollkommen anderes von ihm. Er wurde von der Großbank JP Morgan angestellt, um mit den Energielieferanten Westinghouse und Edison an einer Maschine zu arbeiten, die es ermöglicht, drahtlos Energie von einem Punkt zum anderen Punkt in die Ionosphäre zu senden. Als JP Morgan dann aber erkannte, welches Potenzial diese von Tesla entwickelte Maschine hatte und es eine Bedrohung für alle Energiemonopolisten dieser Welt wäre, wurde die Erfindung Teslas sofort aus dem Verkehr gezogen. Und Tesla dachte enttäuscht, wie wir aus seinen Tagebuchaufzeichnungen wissen, dass halt die Zeit für eine Erfindung wie diese noch nicht reif war. Wir alle kennen zwar schon den Rocket Shooter aus diversen James Bond Filmen und diese funktionieren nach einem einfachen Rückstoßprinzip wie eine Minirakete. Bei diesem Gerät, wie Sie sehen, ist das aber anders. Kein Wunder, denn es fliegt mit Antigravitationstechnologie. Keine Düsen, keine gefährlichen Brennstoffe, keine hohen Kosten und 100% umweltfreundlich. Dieses Fluggerät hat auch Steuerungsknüppel ähnlich wie ein Joystick. Diese russischen Aufnahmen sind schon sehr alt, wie Sie sehen können, und da fragen wir uns, wieso wir nicht schon längst alle mit solchen Dingern rumfliegen. Viktor Stepanowitsch Krevenikov, der Erfinder dieses levitierenden Fluggeräts, sagt, dass er mit dem Ding fast 700 km/h schnell flog. Er sagte, dass dies möglich war, indem eine Art Energiefeld rund um das Fluggerät und der Plattform aufgebaut wurde. Ha, genauso, wie man es von vielen UFO-Sichtungen her kennt. Dieses Kraftfeld schützt auch die Flugkapsel vor Aufprall oder Berührung mit Bäumen. Das gleiche Prinzip dieses Antigravitationsantriebes kann man auch auf alle möglichen anderen Dinge, wie zum Beispiel diese Metallschachtel, anwenden. Diese Technologie ist sehr mächtig. Bis heute gilt Viktor Stepanowitsch Krevenikov als Spinner und wird nicht ernst genommen. Aber urteilt selbst, ein Mann, der sowas erfindet, soll ein Spinner sein? Hat jemals jemand ihr Leben bedroht? Wegen den Erfindungen, die sie hier lagern? In diesem Sinne, dass sie hier Dinge machen, die man besser nicht macht, weil sie auf etwas draufgekommen sind. Etwas, das das Establishment in ihren Grundfesten erschüttern könnte? Nein, keine direkten Bedrohungen. Nein, allerdings meinen die meisten Leute, die das hier gesehen haben, dass ich für die US-Regierung arbeiten sollte. Ich bekomme täglich hunderte E-Mails, ich bekomme auch zahlreiche Unterstützungserklärungen von Leuten, die in meine Erfindungen investieren wollen. Albert Einsteins Arbeit ist in Wahrheit nur eine kleine Modifikation von Sir Isaac Newtons Arbeit. Newton sagt, dass alles, was in Bewegung ist und nicht durch Reibung gebremst wird, auch immer in Bewegung bleibt. Wenn man also die Reibung, was im Falle unserer Erde die Luft ist, durch eine Kraft, zum Beispiel ein Energiefeld, beseitigt, dann würde sich ein Gegenstand bis in die Unendlichkeit bewegen. Die Antriebskraft wäre dann die natürliche Erdumdrehung, die sich im Uhrzeigersinn vereinfacht ausgedrückt bewegt. Wie man an diesem Gegenstand sieht, geht die Umdrehung wesentlich langsamer, wenn man es gegen den Uhrzeigersinn dreht, beziehungsweise es stoppt auch sofort. Dreht man es hingegen im Uhrzeigersinn, also in die Richtung, in der es Schub durch die Erdrotation bekommt, so wird es noch angetrieben. Gebremst wird es nur durch die Reibungskraft der Atmosphäre, also der Luft. Würde man dieses einfache Experiment im Vakuum, also im Weltraum, machen, so würde sich dieser Gegenstand bis in die Unendlichkeit hin drehen, ohne aufzuhören, sich zu drehen. Wenn man es schaffen würde, die Reibungskräfte bei Flugzeugen nur ein klein wenig zu reduzieren, würde man zum Beispiel wesentlich weniger Treibstoff benötigen. Seitdem ich mich mit den Experimenten des bekannten Erfinders T. Alexander Brown auseinandergesetzt habe, kam ich zu dem Schluss, dass die Antigravitationskräfte immer in Richtung Erdmitte bis direkt rauf ins Weltall in die oberen Atmosphären gehen. Ja, Levitation ist durchaus möglich. Technisch überhaupt kein Problem mehr. Nikola Tesla sagte auch, dass seine Investoren in Wahrheit nicht wirklich an seinen eigentlichen Erfindungen Interesse hatten. Er erkannte außerdem schon damals, dass jene Richtung, in die alle technischen Entwicklungen und auch der Fortschritt gingen, einen selbstzerstörerischen Kurs einnahmen. Und so kam es, dass Tesla schlussendlich sein eigenes Labor aufmachte, um weiter an freier Energiemaschinen zu arbeiten. Stimmt es, dass Tesla sogar ein Raumschiff baute? Ja, natürlich stimmt das, natürlich nur in Modellform, aber er hat daran gearbeitet, an vielen verschiedenen Modellen sogar. Interessanterweise auch an einem scheibenförmigen Raumschiff, das frappant an die heutigen UFOs erinnert. Es gibt in Costa Mesa in Kalifornien eine Firma namens Plasma Kinetics, die seit den 1950er Jahren des vergangenen Jahrhunderts an solchen Technologien forscht. Dort habe ich jahrelang gearbeitet. Ich habe es geliebt, dort zu arbeiten, denn wir wurden immerzu aufgefordert, neue Erfindungen und Experimente anzuregen. Das Ziel war immer, leichte Lösungen für schwierige Probleme zu finden. Wir wurden dazu angehalten, nicht an den Grenzen unseres limitierten Horizontes festzuhalten, sondern darüber hinauszudenken. Wenn es auch noch so fantastisch war. Die Idee eines meiner Kollegen war es, eine Art Transportmittel zu kreieren, das sowohl Wohnort als auch Fortbewegungsmittel zur gleichen Zeit ist. Denn er hatte einen sehr langen Anfahrtsweg in die Firma.
Als er das Patent anmelden wollte, wurde es ihm untersagt. Man sagte ihm, er müsse die Levitation aus seinem Patent entfernen und die Erfindung am Boden verankern. Dann würde er ein Patent auf ein sogenanntes Vergnügungs- oder Unterhaltungserfindung bekommen. Mit anderen Worten, er wurde einfach nicht ernst genommen. Denn Levitation hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Nichtsdestotrotz haben wir in der Firma regelmäßig solche Levitationsmodelle, die auch tatsächlich funktionierten, hergestellt. Kleine und große, von 4 cm Durchmesser bis zu 3 Meter im Durchmesser. Und die sind tatsächlich geflogen? Ja, natürlich, die sind alle geflogen, das ist überhaupt kein Problem. Und was war die Antriebskraft dieser Modelle? Magnetismus war immer die Antriebskraft. Und obwohl dies alles Prototypen waren, waren die Erfindungen dazu gedacht, immer Menschen darin zu transportieren. Damals nutzten wir dazu Magnetspulen, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehten, um so ein Kraftfeld zu erzeugen, dass die Reibungskraft der Luft immer in Bewegung durch die Rotation der Erdachse neutralisiert wird, um so einen Schwebezustand zu erreichen und durch minimalste Krafteinwirkung eine unendliche Bewegung zu verursachen. Quasi fast vollkommen freie und gratis Fortbewegung. Das ist im Grunde genommen ganz einfache Physik und jeder kann zu Hause ganz ähnliche Experimente, zum Beispiel mit einem Magneten, durchführen. Natürlich haben wir im Labor komplexere Technik verwendet. Zum Beispiel nutzten wir einen Tetraeder in Diamantenform. Insgesamt 12 an der Zahl und alle hatten Magnete um sich. Wenn man dann begann, eine Uhrzeigerrotation und gleichzeitig eine Gegenbewegung zu erzeugen, wurde dieses Kraftfeld aufgebaut und ein natürlicher Levitationseffekt entstand. Die Kraftquelle, die wie gesagt nur minimal sein musste, waren Neutrinos, also jene Strahlung, die ganz natürlich jeden Tag vom Weltall auskommt, um unsere Atmosphäre zu durchbohren. Mit anderen Worten, eine unbegrenzte, vollkommen kostenfreie, für jedermann frei zugängliche Antriebsquelle. Sobald man dann Nullpunkt Gravitation erreicht hat und keine Reibungskräfte mehr da waren, drehte sich das Teil unendlich. Ich habe mich immer gefragt, ob Gravitation mit seinem physikalischen Cousin, dem Magnetismus, in irgendeiner Form in Verbindung oder Wechselwirkung steht. Ich habe also zwei Magneten aus der seltenen Erde Neodym hergenommen. Neodym ist ein umstrittenes Metall, da beim Abbauprozess Thorium und Uran entsteht. Diese 5000 Dollar teuren Magneten habe ich mit einem Loch in der Mitte und einem Bohrhaken versehen, um sie in einen kleinen Abstand aneinander zu heften. Was relativ schwierig war, durch die natürliche Abstoßung dieser Magnete. Das dadurch entstandene Kraftfeld war so dermaßen stark, dass man darüber einen 5 Kilogramm schweren Stein schweben lassen konnte. Sie haben es also geschafft, die Schwerkraft zu umgehen? Ja, genau. Es war überhaupt kein Problem. Ja, liebe Leute, ich könnte hier noch stundenlang weitermachen. Das Netz und auch YouTube sind voll mit tausenden Clips über fantastisch anmutende Erfindungen, freie Energiegeneratoren und Levitationsmaschinen. Leider sind die meisten Clips fast nur alle in Englisch. Auf Deutsch gibt es, wie immer, kaum etwas darüber. Was haltet ihr von solchen Erfindungen? Bitte lasst es mich auf meiner Facebook-Page wissen. Diese erreichst du, indem du ganz einfach ebird.com in deinen Browser eingibst. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit den Worten: merkwürdig, aber so steht's im Internet.